So, ja, heute stellen wir euch mal ein Auto vor, was ihr wahrscheinlich schon öfter mal gesehen habt, falls ihr auf der Messe gewesen seid. Es ist ein Auto, was uns bei ECC Offroad tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es eins der Autos, womit wir angefangen haben. Das ist eins der ältesten Autos, die wir bei uns haben, oder eins der ersten, die wir gebaut haben. Und seitdem, inzwischen seit über 8 Jahren, auch hier bei uns sozusagen in der Firmenfamilie geblieben. Dementsprechend, ja, den zeigen wir euch heute mal. Und was daran so verändert wurde, was der Ganze so kann. Und ja, ein paar coole Features an dem Auto. Genau, fangen wir an. Das Grundfahrgestell war letztendlich ein ganz normaler 250 GD. Motor ist auch immer noch ganz normal Serie geblieben. Also 5-Zylinder Saugdiesel, 2,5 Liter Hubraum. Sagenhafte 92 PS. Ist definitiv kein Rennwagen. Die Kasseler Berge geht es mit 60 hoch. Aber gut, das gehört nun mal einfach dazu bei solchen Autos. Zumindest bei dem Auto. Hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Original ist ein 89er Baujahr. Der logischerweise einen weiten Weg gekommen ist. Als er zu uns damals gekommen ist, wurde er natürlich ganz normal komplett instand gesetzt und restauriert. Und ab da begann dann ja, der komplette Umbau. Letztendlich hat er mal ganz grundlegend ein anderes Fahrwerk gekriegt. Es sind Eibach-Federn drin, Schwerlastfahrwerk, gerade auch wegen dem Gewicht auf der Heckachse, wegen dem zusätzlichen, natürlich verstärkte Federn und Dämpfer. Ganz selbstverständlich. Gut, dann geht's weiter. Logischerweise, die 250 GDs haben normalerweise alle eine Plane. Okay, nicht ganz alle, aber die meisten. Dementsprechend hat der das natürlich nicht mehr, wurde von uns ein Hardtop sozusagen aufgebaut. Obendrauf der Dachgepäckträger mit ein bisschen Beleuchtung in der Front. Auf der anderen Seite ist ein 20 Liter Ersatzkanister und eine Staubox. Auf der Seite hier verbirgt sich dann auch das Reserverad. Um das Ganze zu erreichen, hier an der Seite eine schöne Aufstiegsleiter. Auf der anderen Seite ist dieselbe, sodass wir einfach ganz gut rankommen. Des Weiteren sind natürlich noch ein paar Trittbleche drangekommen. Alles so sehr simples Zeug. In der Front haben wir ebenfalls ein bisschen Beleuchtung. Aber sonst ist das Auto soweit serienmäßig geblieben. Kommen wir zum Aufbau. Der Aufbau ist letztendlich aus Sandwich-Paneelen gebaut, mit Alu-Umschlägen komplett abgedichtet, mit Ecken zusätzlich in Aluminium geschweißt. Das Ganze hat natürlich ein Hubdach, sodass wir drin eine schöne Stehhöhe haben, wenn wir kochen wollen oder wie auch immer. Genau, hier auf der Außenseite haben wir zwei Sandbleche ausmontiert, die auch gleichzeitig hier drüber gelöst werden können. Das Ganze klappt runter und ist demnach dann auch ein Tisch, sodass wir draußen schön kochen können oder irgendwas abstellen können, Sachen zubereiten können, wie auch immer. Hier vorne einfach noch ein bisschen externer Stauraum für Werkzeug etc. Das ist jetzt, ja, wie gesagt, ein bisschen Werkzeug, Einfüllstutzen und sowas für den 20-Liter-Kanister drin. Das Ganze abschließbar natürlich, sodass uns auf der Reise nichts geklaut wird. Außen Airline-Schienen, sodass wir wirklich alles Beliebige befestigen können. Der ganze Tisch, die ganze Apparatur ist ebenfalls an den Airline-Schienen einfach befestigt. Und natürlich eine Markise haben wir dabei. Ganz selbsterklärend, wenn wir nach hinten kommen, haben wir einmal natürlich hinten die ganze Heckpartie umgebaut. Es ist eine neue Stoßstange drin. Die Rücklichter wurden in den Koffer reingesetzt. Unten die Kennzeichen, Beleuchtung etc. ist da ganz unten geblieben. Hier haben wir einen kleinen Rückfahrscheinwerfer, sodass wir auch nachts sehen, wenn wir rückwärts fahren, was hinter uns passiert, dass wir niemandem hier überrollen oder zu nahe kommen. Auf dieser Seite letztendlich das Ähnliche wie drüben, nur hier ist gerade nichts angehängt. Der Tankeinfüllstutzen wurde zur Seite versetzt. Hier haben wir dann die Landstromsteckdose. Und hier unten genauso wieder ein ganz normales Staufach wie auf der anderen Seite. Ein bisschen breitere Spiegel sind natürlich auch rangekommen. Und wenn wir hier einmal in den Innenraum reinfilmen, um ein bisschen Komfort zu schaffen, haben wir innen alles einmal ausgekleidet, die Decke befilzt und die Sitze natürlich getauscht gegen Recaro-Sitze, sodass wir keine Rückenschmerzen kriegen auf langen Reisen. Sonst ist hier vorne auch soweit alles serienmäßig geblieben. Auch so eine kleine Ablage da unten. Aber sonst ist es der ganz normale GD250. Gut, ja, kommen wir zum wichtigsten Teil des Reisemobils und eigentlich ja, das, was ja, uns überhaupt nur die Reise ermöglicht. Dem Innenraum oder letztendlich dem Schlafplatz und dem Platz, an dem wir kochen. Dem Wohnbereich, der öffnet sich bei uns ganz einfach hier per Goldring-Tür, doppelt verriegelt. Und schon kommt uns die Leiter entgegen. Und so sieht das Ganze im Fahrbetrieb von innen aus. Recht unspektakulär. Hat jetzt inzwischen, wie gesagt, 8 Jahre auf dem Buckel und 8 Jahre Benutzung hinter sich. Hat aber so doch recht gut durchgehalten. Wenn ich mal eintrete,
haben wir logischerweise keine Stehhöhe im ersten Moment. Das Ganze lässt sich aber leicht beheben. Nehmen wir einfach einmal kurz mit ein bisschen Kraft. Zack. Das Ganze hupt doch mal eben aufstellen. Dann machen wir uns natürlich noch ein bisschen Licht an. Und zack, haben wir hier drin ohne Probleme Stehplatz. Ich bin ca. 1,90 groß, dementsprechend ja, können wir ohne Probleme hier drin stehen. Die Sitzbank, auf der ich mich hier gerade befinde, ist gleichzeitig logischerweise auch unser Bett. Das Ganze ist nicht so, dass wir im oberen Teil des Zeltes schlafen, sondern hier ist es so, dass wir letztendlich ganz einfach diese einzelnen Luken ausziehen, hier auflegen und mit zwei, ganz spartanisch, mit zwei extra Matratzen, die wir dabei haben, ja, auskleiden. So kriegen wir am Ende eine Schlaffläche von ca. 1,20 x 2 Meter hin. Man kann ganz entspannt zu zweit drin schlafen. Wird ein bisschen kuschelig, aber gut, dann wird es wenigstens nicht kalt. So, unter mir verbirgt sich natürlich auch neben dem Radkasten natürlich der ganze Stauraum. Oder was heißt der ganze Stauraum? Lässt sich über die kleinen Klappen hier vorne öffnen. Lassen sich Kleinigkeiten verstauen, die man nicht allzu alltäglich braucht. Ja, der Rest des Aufbaus ist letztendlich auch für Stauraum gedacht. Hier oben haben wir ein großes Fach, ne, mit Spiegel jetzt drin. Das ist letztendlich Stauraum. Hier haben wir Küchenutensilien und alles sowas, ne, dabei, was dazugehört. Ebenfalls ein kleines bisschen Stauraum. Hier auf der gegenüberliegenden Seite haben wir letztendlich unsere, ja, Kochmöglichkeit. So, haben wir hier auf der linken Seite eine ganz kleine Küchenzeile mit Waschbecken. Und natürlich einen doppelten Gasbrenner. Das Ganze läuft über 500 Gramm Gaskartuschen und nicht über eine 12 Kilo Gasflasche, die sich hier im Innenraum befindet, sondern wie gesagt über Kartuschen. Hier vorne noch ein ganz einfacher Toploader, kleiner Kühlschrank. Reicht völlig aus für zwei Personen. Man muss ja damit halt auskommen. Über mir hier verbirgt sich in der Halterung die Kurbel für die Markise draußen. Ja, und viel mehr ist es da noch nicht in so einem kleinen Innenraum. Einen großen Vorteil, den wir haben, ist, weil wir eben nicht im Zeltdach schlafen. Wir können auch mit geschlossenem Dach schlafen. Dementsprechend ist der ganze Aufbau ein bisschen besser isoliert. Standheizung haben wir natürlich ebenfalls an Bord. Hier vorne verbirgt sich da die Bedienung. Wie gesagt, mit geschlossenem Dach ist das Ganze sehr gut isoliert. Dementsprechend können wir auch in kalten Temperaturen ohne Probleme hier hinten drin schlafen. Die ganze dazugehörige Technik verbirgt sich hier vorne drunter. Hier auch der Ausströmer für die Standheizung. 220 Volt Steckdosen sind hier hinten einmal für den Außenbetrieb vorhanden und auch hier oben in an der Arbeitsfläche vorhanden, neben zwei 12 Volt Ausgängen und USB Steckdosen. Hier ebenfalls die Bedienung für die Standheizung.